Moin, moin, liebe Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Corellia. Und übrigens, ich bin der Koma, ich zocke bis ins Koma. So, und nichtsdestotrotz, wir müssen hier die Attentäter aufhalten, die sich gerne diesen Darth Vevraun oder wie der hieß, entgegenstellen wollen. Tja, anscheinend treffen wir jetzt hier wohl auf diesen ersten Anflug von Attentätern. Sehr passend. Gutes Timing. Hau mal allen einfach mal aufs Maul. Gangster, Schläger. Ja, perfekter Ort für alle möglichen Leute, die mit der Republik zu tun haben, ne? Natürlich mit dem Imperium hier. Natürlich. Natürlich. So. Da ist ja auch schon ein Droidenattentäter. Sir, identifizieren Sie sich. Varas hat mich geschickt, um dich zurückzurufen. Deine Mission ist annulliert. Wieso hat mich der Auftraggeber nicht selbst kontaktiert? Darth Varas Zeit ist viel zu kostbar, um sie mit unbedeutender Kommunikation mit einem Droiden zu vergeuden. Assimilation. Ich werde den Auftraggeber kontaktieren und Bestätigung einholen. Das ist dein Begräbnis. Mein Meister lässt sich nicht gerne in Frage stellen. Assimilation. Ich benötige einen Beweis, dass Sie im Namen des Auftraggebers sprechen. Ist dein Logikprogramm denn so miserabel? Deine Mission und diese Landebahn sind geheim. Und dennoch bin ich hier, um dich zu begrüßen. Assimilation. Das ist logisch. Auftrag annulliert. Die Programmierung wird angepasst. Auf Wiedersehen. Voll verarscht. Perfekter Prank. Der Kampf war schwer. Ja, Hallöchen. Ja, das fand ich doch jetzt sehr passend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu sollte man sich auch mal seinen Kräften des Lügens hingeben. Natürlich nur für Notlügen. Also ohne irgendetwas zu zerstören, haben wir soeben bewiesen, dass wir dicke Eier haben, ne? Ja, man kann zwar immer wieder etwas zerstören, aber ich denke mal, das wird ihm viel mehr ärgern, wenn er auf einmal diese blöden Attentäter-Droiden wieder bei sich heben hat. Hä? Da kann er nämlich damit ein bisschen rumspielen, ne? Kann er sich kleine Eisenbahnen zusammenbauen, was weiß ich hier, indem er die Teile von den Viechern auseinandergefetzt hat oder so, weil er sich halt so gestresst gefühlt hat, weil ich die Viecher zurückschicke. Wie kann ich auch nur? Ah... Und da kommt schon das nächste Schiff. Lalala. Oh, republikanisches Schiff, wenn ich mich nicht täusche. Huh? War doch gerade ein republikanisches Schiff, oder? War das jetzt ein republikanisches Schiff? Mit Republikanern wird nicht viel diskutiert, da wird gekillt. Ach ja. Oh, diesmal müssen wir auf die andere Seite, sehe ich gerade. Naja, kein Problem. Lalalala. Mal gucken, ob wir die genauso verarschen können. Wäre natürlich schön. Das Begrüßungskomitee. Es gibt Tage, da kann man einfach nicht heimlich auf einem Planeten landen. Nicht mal auf einer geheimen Landebahn. Ich bin der Schüler von Darth Varas. Er hat euren Auftrag zurückgezogen. So, so. Nein, das seid ihr nicht. Und nein, das hat er nicht. Oh, ich weiß, wer ihr seid. Der Schüler, von dem Darth Varas denkt, er habe ihn umgebracht. Köstlich. Ich habe eure Abenteuer überall in der Galaxis verfolgt. Ihr seid sowas wie mein persönlicher Held. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr auch, was euch geschieht, wenn wir kämpfen. Das braucht ihr mir nicht zu sagen. Mir ist bekannt, wen ihr alles getötet habt. Wie ihr auf Drom und Kaas mit Lord Kratan umgesprungen seid. Das war genial. Ja, ich weiß, dass sein Sohn jetzt hinter der Maske steckt. Ihr habt Nomen Kaa und Admiral Monk und den Kriegsbund und unzählige Jedi ausgeschaltet. Richtig gute Arbeit. Es tut gut, so gewürdigt zu werden. Es ist mir eine Ehre, euch zu begegnen. Auch wenn ich euch jetzt leider töten muss. Ich habe mir diesen Kampf oft ausgemalt. Und ich weiß genug von euch, um eure Schwachstellen zu kennen. Ja. Ich zeige euch, was ich meine. Na dann, auf ein neues. Lass uns spielen.
Wir kennen das Spielchen schon. Wir haben das schon ziemlich oft gespielt, dass jemand gesagt hat, dass wir ja sowas von kaputt machen oder kaputt gemacht werden können. Nichtsdestotrotz, das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Oh, warte mal. Ach, da ist die Maus. Hi! Friss das! Friss das! Friss das! Nimm den! Schluck das! Riech das! Tja, und jetzt kommen halt die typischen Schläge. Immer auf den Hinterkopf. So. Das war wieder einer von den hübschen Leuten, die sich haben angreifen lassen, töten lassen, wie auch immer. Und wir können zum nächsten Attentäter übergehen, glaube ich. Ja, den dritten sollen wir jetzt aufsuchen. Wie viele gibt's denn von denen? Lololololo. Sehr schön, sehr schön. Alles funktioniert wie am Schnürchen. Den ersten konnte man noch verarschen, den zweiten schon nicht mal, weil er uns schon kannte. Und der dritte, der wird wahrscheinlich direkt auf uns angesetzt werden, wa? Weil Darth Bachas garantiert ja sich auch wieder eine Absicherung besorgt hat, falls wir es auf dem Planeten schaffen. Da werden wir doch garantiert auch einen Attentäter angesetzt bekommen haben. Ja, mittlerweile müssen wir es ihm einfach zutrauen. Leider. So, der dritte Attentäter befindet sich ja gerade aus vorne. Der wird dann jetzt ja auch gleich landen. Und mal sehen, was da jetzt auf uns zukommt. Mal sehen, was es diesmal ist. Vielleicht direkt ein wild gewordener Rancor oder so, wisst ihr? Mal sehen, ne? Mal sehen. So, diesmal befindet sich der Aufzug in der Mitte. Jetzt hat man einmal links, einmal rechts und einmal in der Mitte. Cool. Sehr schön. So, klick, klick, ab auf die Dachfährenrampe. Und ich würde mal sagen, der ist jetzt wahrscheinlich schon weg, weil diesmal kamen keine Cutscene. Ha? Der ist nicht mehr da, stimmt's? Scheiße. So, wir ich markiere eure Position. Die dritte der drei geheimen Landebahnen. Euer drittes Ziel ist eher angekommen als erwartet. Okay. Ich bin Diener 11 der Hand. Ich sollte euch kontaktieren. Wie viele gibt es denn von eurer Sorte? Das ist mir nicht bekannt. Bisher bin ich nur Diener 1 und Diener 2 begegnet. Aber das tut nichts zur Sache. Ich habe Darth Vorans geheimes Hauptquartier entdeckt. Koordinaten werden hochgeladen. Er operiert von feindlichem Gebiet aus. Es ist ein großer Turm im Herzen der Gründungsinsel. Die Republik hat dort alles unter Kontrolle. Erstaunlich. Mut hat er, das muss man ihm lassen. Ja, er organisiert den Krieg gegen die Republik genau vor ihrer Nase. Seine Aktivitäten müssen als Operation der Republik getarnt sein. Aber wenn ich ihn finden kann, dürfte das Barras drittem Attentäter auch gelingen. Hm. Ein Moment. Ja, ich werde es weitergeben. 11 Ende. Diener 2 hat zu mir gesprochen. Er meint, ihr sollt euch auf Misstrauen gefasst machen. Ich werde mit allem fertig, was mich in diesem angeblichen Hauptquartier der Republik. Die werden denken, dass ich der Attentäter bin. Ihr seid der Zorn des Imperators. Meine Mission ist beendet. Man ruft mich zurück. Die Hand hofft, dass ihr Wolveran findet, bevor der Attentäter zuschlägt. Na, hoffen wir's mal. Na dann, auf geht's. Wir müssen jemanden retten. Mal wieder. Sehr schön. Also der letzte Attentäter hat uns jetzt sozusagen verarscht, indem er einfach früher angereist ist. Blöder Drecksack. So, nichtsdestotrotz. Wir müssen zum Flugpunkt. Ups. Ah, so. Viel besser. Wir müssen zum Flugpunkt. Und dann müssen wir fliegen den ganzen weiten Weg. Tralalala. Hoffen wir mal, dass wir den noch erreichen. Dann müssen wir uns jetzt auch durch die ganzen Republikaner kämpfen, ne? Ja, das wird gefährlich. Sehr gefährlich. Ah, das kriegt man schon auf die Reihe. Ist ja nicht das erste Mal. Und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Definitiv nicht. Na, aber hallo. Wir schnetzeln uns durch alles durch. Und der letzte Attentäter, der wird wahrscheinlich jetzt uns nutzen als Tarnung. Beziehungsweise, der wird jetzt noch nicht mal auftauchen, aber das auftauchen, wenn wir da sind. Da ja dann wahrscheinlich hier dieser Darf denkt, wir sind der letzte Attentäter oder so. Man wird misstrauisch sein. Ja, das ist jetzt das Einzige, was Misstrauen sein könnte. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. Hierhin. Los geht's. Holen wir uns unsere Aufgabe. Beziehungsweise holen wir uns unsere Sporen. Beschützen wir diesen Darf. Hier ist er nochmal. Vovran. Vovran. Oder so.
Wie kann man denn bitte schön so einen Namen entwickeln? Fovron. Fovran. Junge, der Name allein ist so schon scheiß aussprechbar, ne? Man hat es ja schon als Let's Player manchmal gar nicht so leicht mit Kommentieren und so. Aber das ist ja wohl die Höhe. Oh. Hi. Ja, hallo. Es scheint etwas stärker zu sein, als ich gedacht hätte. Ich glaube, ihr könntet der Chroma jetzt ein kleines Problem bekommen. So, jetzt nehme ich dich noch. Okay, der andere da drüben lässt sich absolut nicht stören, der läuft einfach seine Runde weiter. So, schon haben wir den ausgeschalten. Prima. So, wir müssen jetzt ja, glaube ich, auch da rein, oder? Kann das sein? Nee, müssen wir nicht. Hä? Was sind das? Ah, Schildgeneratoren zerstören. Ja, natürlich wird dann hier dieser bescheuerte Assi, also dieser scheiß Attentäter natürlich, ne? Natürlich wird er uns nutzen, damit er da an den Feind rankommt. Das sieht doch schon dementsprechend aus. Ich mache jetzt hier die Schildgeneratoren aus und er kann sich mit durchschlüpfen hier. Boah, so viele republikanische Truppen soll ich besiegen. Habe ich jetzt gerade mal hochgeguckt. Und zwar 35 republikanische Truppen. Da habe ich jetzt gerade absolut keinen Bock drauf. Und das werde ich jetzt auch nicht in Angriff nehmen, da es nur ein Bonusziel ist. Ich werde mich jetzt einfach nur um diesen komischen Schild hier kümmern und das war's dann. La 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 la. Aber ich hätte vielleicht mal jemanden aus meiner Truppe mitnehmen können. Ich bin ja nämlich gerade auf Einzelkämpferbasis und das gefällt mir gar nicht. Gut, ich wirke mal einfach mal eine halbe Stunde lang. Ich schmeiße nochmal nach hinten. So. Dürft mir dann jetzt bitte einen Gefährten rufen oder ist das hier absolut nicht möglich? Natürlich ist das möglich und ich verzichte auf jeden Mitglied von uns. Ich nehme nur Wette mit. So, Wette. Hübsch, dass du wieder da bist. Ach ja. So, wir nutzen erstmal bitte unsere Gedankenfalle, um uns zu heilen, da wir ziemlich angeschlagen sind. Und dann können wir natürlich hinten mal versuchen, diesen komischen Schildgenerator außer Kraft zu setzen, der sich ja hiermit befindet. Oh, guck mal, da ist sogar mal ein richtig dicker Gegner. Ich glaub's ja wohl, du Drecksack. Friss mein Lichtschwert. Animationen ohne Lichtschwerter sind genial. So, jetzt nochmal das Ganze bitte auf der anderen Seite, da wir da gerade voll Bock drauf haben. Und dann können wir da reinrennen. Weil da drin irgendwo drin sitzt er ja wohl. Das werden wir dann gleich rausfinden. Schödele. Ja, sind ja nicht gerade wenig Gegner diesmal. Oh, Wette. Du hilfst mir gleich mal richtig. Mein Gott, die macht wieder Schaden. Du haust heute wieder voll rein, ne? Hast wieder keine Zeit für irgendwelche Spielereien hier. Hallöchen. Wir kommen jetzt öfters. So, auseinandergenommen. Weiter geht's. Hallo. Gut. Dann fehlt jetzt ja nicht mehr viel. Gucken wir an, so ein kleiner Fettsack. Oh, gleich mal zwei Goldies. Das könnte sich als schwierig erweisen. Oder auch nicht. Wette kümmert sich ja schon um den einen. Hey! Was haust du mich ja durch die Kante? Was soll das? Du Arschkeks. Au! Sag mal, geht's ihm zu gut oder was? So, jetzt verpiss dich doch mal langsam, Alter. Geht doch. Meine Güte. Dann ist ja noch einer von diesen Spastikern, ne? Gibt's da nicht. So, Hass kanalisieren. Wir müssen jetzt ganz viel hassen. Wir hassen unseren Feind. Und der befindet sich genau vor unserer Nase. Daneben noch ein kleiner. Ein kleiner. So, den nehmen wir gleich auseinander. So, jetzt bist du dran. Okay. Schild auseinandergenommen.
Betritt den besetzten Handelsratturm. Okay, mach mal. We are going to do this! Hoffe ich jedenfalls. 28 von 35 Gegnern haben wir schon. Na dann. Los, komm, die 7 Gegner kriegen wir auch noch kaputt. Davon haben wir alleine schon 5 hier vor unserer Nase. Ich glaube, ich spinne. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit dir, Idioten! Sehr schön. Warten hier oben vielleicht noch ein, zwei Gegner? Nein, natürlich nicht. Aber hier drüben warten noch ein paar Gegner. Da springen wir erstmal ganz genüsslich hin. Und dann schnappen wir uns den da hinten auch noch. Ich weiß nur, was ich von klar von deiner Seite aus. So, du bist der letzte Gegner auf unserer Bonusliste. Damit haben wir auch unsere Bonus-Questreise weit abgeschlossen. Sehr schön. So, und jetzt können wir den Sturm auf den Turm fortsetzen. In unserem Sinne. Ach nee, nicht schon wieder so einer. Ach komm. Na los, setz jetzt wieder deine Fähigkeit ein. Diesmal nicht. So, wir hauen ab. Wir sind ja fertig. So, gehen wir da mal gucken, ob wir jetzt ja auch endlich mal diesen Darf selbst persönlich kennenlernen dürfen. Oder ob es da wieder Komplikationen gibt, weil er schon tot ist oder ähnliches. Es kann ja auch sein, dass er nicht mehr ansprechbar ist, ne? Ja, sowas soll es ja auch öfters mal geben, dass irgendwelche Leute tot sind. Nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, wir treffen hier drinnen noch mehr Feinde. Nein, da ist der Captain Garrett. So, mal sehen, was jetzt hier passiert. Habt ihr euch verlaufen, Sith? Dieser Unternehmenskomplex steht auf Seiten der Republik. Lasst gut sein. Wir sind auf derselben Seite. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Das Unternehmenskonsortium hat Kameras im Foyer jeder einzelnen Firma. Wir werden ständig von den Feinden des Imperiums überwacht, auch jetzt. Wenn hier ein Sith hereinspaziert, stößt er deshalb auf Widerstand. Also müssen wir euch leider, umbringen. Lasst den Quatsch. Ihr geht mir auf die Nerven. Es tut mir wirklich leid, aber das kann ich nicht. Alarm auslösen! Upsi, bupsi. Ach, Mann. Das sind alles Imperiale. So. Danke sehr. Deaktiviere das Kraftfeld. Wo geht das denn? Hier vorne an der Ecke. Ah, alles klar. Da. Na, mal sehen, was dabei rauskommt, hä? So, nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, liebe Freunde, falls euch die Sendung hier soweit gefallen hat, also die Folge soweit gefallen hat, dann... Ja, finde ich das super. Tja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Liebe Chromarische Armee da draußen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls du zur Chromarischen Armee gehören möchtest, dann kannst du mich einfach abonnieren und du bist direkt mit am Start. Also, bis zum nächsten Mal.